Hallo, ich heiße Loredana Fiorello und studiere Literaturübersetzen im 7. Semester mit der Ausgangssprache Englisch und ich habe meinen Bachelor in der Linguistik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gemacht. Hallo, ich heiße Clara Garris. Ich studiere hier im 1. Mastersemester Literaturübersetzen an der Heinrich-Heine-Uni. Meinen Bachelor habe ich an der Johannes-Gutenberg-Uni in Mainz gemacht, in Anglistik und Linguistik. Hier studiere ich mit der Ausgangssprache Englisch, mache aber parallel noch meinen Sprachschein in Französisch. Hallo, ich heiße Elena Volvatschny. Ich bin im 3. Mastersemester an der Heinrich-Heine-Universität in Literaturübersetzen in der Ausgangssprache Englisch. Meinen Bachelor habe ich in Tübingen gemacht in internationale Literaturen und Anglistik, Amerikanistik. Mein Name ist Vera Elisabeth Gerling. Ich lehre und forsche hier sowohl in der Romanistik als auch im Fachbereich Literaturübersetzen und koordiniere zudem einen Teil des Masterstudiengangs Literaturübersetzen, insbesondere das, was mit Romanistik zu tun hat und auch die besonderen Seminare, die am Europäischen Übersetzerkollegium in Strahlen stattfinden. Mein Name ist Birgit Neumann. Ich bin Professorin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Ich bin hier Professorin für englische Literaturwissenschaften mit Schwerpunkten auf den postkolonialen Literaturen und dem Literaturübersetzen. Ich leite außerdem den Masterstudiengang Literaturübersetzung an der Heinrich-Heine-Universität. Ich habe mich für das Studium Literaturübersetzen entschieden, nachdem ich meinen Bachelor in Anglistik so gerne gemacht habe, dass ich später auch in der Richtung arbeiten wollte und habe dann für mich eigentlich die eierlegende Wollmilchsau gesucht, nämlich etwas, bei dem ich kreativ arbeiten kann, bei dem ich Berufseignung mitlerne, bei dem ich mit Büchern, mit Literatur arbeiten kann und später die Chance habe, selbstständig zu sein. Und ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass ich so einen Studiengang finde und dann habe ich den Studiengang Literaturübersetzen entdeckt und es war Liebe auf den ersten Blick. Bei mir war es fast ähnlich. Also ich habe Literaturübersetzen mir ausgesucht, weil ich im Bachelorstudiengang Anglistik ein einziges Seminar zu übersetzen hatte. Das war bei Stewards. Der hat mir das so schmackhaft gemacht, zu übersetzen und zu streiten über Kommasetzung und einzelne Wörter, die man vom Schwäbischen in südenglischen Dialekt übersetzt hatte oder ähnliches. Dass ich das dann einfach weitermachen wollte, weiter forschen wollte und es ist einfach auch ein super Skill, den man noch neben dem Bachelor einfach mitnehmen kann dann und neben dem Literaturwissenschaftlichen einfach auch ein gutes Skillset dann ist. Ich habe mich für den Studiengang Literaturübersetzen entschieden, weil ich schon immer gerne gelesen habe und mir irgendwann mal aufgefallen ist, hey, da sitzen ja Menschen hinter, die das übersetzen. Wahrscheinlich hätte ich 80% der Bücher, die ich gelesen habe, nicht hätte lesen können, wenn sie nicht übersetzt worden wären. Und da wollte ich gerne einen Beitrag zu leisten. Was daran besonders ist, dass wir hier an der Heinrich-Heine-Universität eng kooperieren mit verschiedenen professionellen Übersetzenden, Übersetzern und Übersetzerinnen und die Studierenden insofern von Anfang an eine gute Möglichkeit haben und zahlreiche Gelegenheiten haben, in engen Austausch mit professionellen Übersetzenden zu treten. Das Besondere am Masterstudiengang Literaturübersetzen ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Das heißt, wir haben auf der einen Seite literaturwissenschaftliche und kulturwissenschaftlich orientierte Seminare, die sich auch mit Übersetzungstheorien oder mit der Frage, was passiert, wenn Kulturen aufeinandertreffen und wenn sie sich miteinander vermengen und so weiter beschäftigen. Und auf der anderen Seite haben wir die übersetzungspraktischen Seminare, in denen man quasi das auch mit umsetzt, aber vor allem ja auch lernt, wie man wirklich praktisch damit umgeht. Wir haben einen Text in einer Sprache und versuchen, den adäquat vom Ausgangstext her argumentiert in die deutsche Sprache zu übersetzen. Also Erwartung an einen Studiengang war ursprünglich eigentlich nur das Erlernen vom Übersetzen eben und das Vertiefen vom Literaturwissen. Das wurde soweit auch erfüllt, aber ich muss sagen, es wurde zum Teil auch übertroffen, weil ich nicht erwartet hätte, dass es so breit gefächert sein kann, was man sich eben im Studiengang alles anschauen kann. Also das fängt an bei klassischen Shakespeare-Seminaren zum Übersetzen von Early Modern English und geht aber dann weiter zu Sachen wie in einem Seminar zu Translating Sex and Desire, wo wir dann eben uns kritisch mit den Übersetzungen von 50 Shades of Grey auseinandergesetzt hatten und sehr viele spannende Wörter für verschiedene anatomische Bezeichnungen gefunden haben. Und
es ist einfach unglaublich amüsant, wie weitreifend das eigentlich ist. Und daran denkt man im ersten Moment, glaube ich, gar nicht, wenn man an Literaturübersetzen denkt. Aber ich bin ja noch das Küken. Ich bin erst seit einigen Wochen hier im Studiengang. Das heißt, ich habe noch nicht so, also ich habe schon ein paar Erwartungen, die ich mitgebracht habe. Ich habe mir einfach auch gewünscht, nochmal so ein bisschen, weil ich auch 2 Jahre nicht studiert habe, nochmal reinzukommen, wieder ins Literaturtheoretische. Und das wird erfüllt durch die Grundlagenmodule. Und für die Zukunft wünsche ich mir aber auch noch weiter in dieses Berufspraktische zu gehen, was wir ja auch in dem Strahlenseminar dann hoffentlich machen werden. Auch neben der Uni so ein paar Projekte noch irgendwie abgreifen zu können, das ist was, was ich mir wünsche. Und ansonsten lasse ich mich immer noch jeden Tag so ein bisschen überraschen. Ja, meine Erwartungen ans Studium waren, dass ich eben besser werde im Übersetzen. Hat gut funktioniert. Ich bin ja schon im 7. Semester und habe sehr viel gelernt. Was mir aufgefallen ist, dass es sehr viele Kleinigkeiten gibt, die mir vorher nicht so bewusst waren, wie komplex es eigentlich ist zu übersetzen. Man denkt, wenn man eine Sprache gut kann, kann man sie auch übersetzen. Und dann das Highlight für mich war dann eben auch der Austausch mit den anderen Studierenden, eben weil man dann sieht, wie viele Möglichkeiten es gibt, nur einen Satz oder auch ein Wort unterschiedlich zu übersetzen. Was jetzt den Studienablauf betrifft, ist ein besonderes Highlight sicherlich die Tatsache, dass alle, die hier studieren, mindestens zweimal am Europäischen Übersetzerkollegium in Strahlen ein Praktikum, also was eigentlich eher ein einwöchiger Workshop ist, der dort stattfindet, absolvieren. Und da hat man die Möglichkeit, im ganz intensiven Austausch mit einem Berufsübersetzer, einer Berufsübersetzerin, die ganze Woche dann für die Studierenden da sind, in einer kleinen Gruppe von maximal 12 Personen, an Texten ganz intensiv zu arbeiten und gleichzeitig auch in diesem schönen Haus, das Europäische Übersetzerkollegium, mit dem wir kooperieren, ist ja ein Haus, wo Übersetzerinnen und Übersetzer hingehen, um dort zu arbeiten. Man hat die Möglichkeiten, zu denen in Kontakt zu treten, die kennenzulernen, sie auszufragen über ihren Berufseinstieg. Das ist immer wieder eine beliebte Frage. Wie sind denn Sie zum Übersetzen gekommen? Und das ist tatsächlich ein Highlight, weil das eine solche intensive Zeit ist, die man da verbringt und sich dann wirklich ausschließlich dem Übersetzen widmet und dann noch in so einer Gemeinschaftserfahrung auch an einem spezifischen Ort. Unser Studiengang hat verschiedene Highlights. Wir sind zum Beispiel ganz besonders stolz darauf, dass wir jährlich eine Summer School veranstalten, die denn stärker thematisch orientiert ist. In den letzten Jahren ging es dann auf der Summer School zum Beispiel um die Schnittstelle zwischen Übersetzung und digitaler Translation oder Übersetzung im digitalen Zeitalter. Wir haben uns auch auseinandergesetzt mit der Bedeutung von Übersetzung für verschiedene Konfigurationen von Gender, Sexualität und Queerness. Und mit der Summer School stellen wir uns und unserem Studiengang einer breiteren Öffentlichkeit vor und explorieren, erkunden, beleuchten ein Thema aus den verschiedenen Facetten der Wissenschaften zum einen, aber auch der Übersetzungspraxis zum anderen. Das heißt, angeboten werden im Rahmen der Summer School immer mal wieder verschiedene Workshops, die dann den Zusammenhang aus der Perspektive einer bestimmten Sprache beleuchten. Darüber hinaus finden meistens Lesungen mit sehr spannenden, renommierten, jungen Autorinnen statt und es gibt wissenschaftliche Vorträge, die die Thematik rahmen. Und genau dieses Zusammenspiel zwischen Praxis, Theorie, wissenschaftlicher Reflexion, Autoren und Autorinnen, das zeichnet auch den Studiengang Literatur übersetzen aus. Also ein Literaturübersetzungsseminar konkret kann total unterschiedlich aussehen. Das kommt immer auf den Dozenten an oder die Dozentin. Häufig haben wir ein bestimmtes Thema schon vorher ausgesucht, das ist dann festgelegt. Zum Beispiel haben wir jetzt dieses Semester zu Fantasy-Übersetzen einen Kurs angeboten bekommen. Da werden dann hauptsächlich einfach Textausschnitte aus Fantasy-Romanen, Kurzgeschichten und ähnlichem, manchmal auch Serien sogar, genommen und übersetzt und dann auch untereinander korrigiert, kritisiert. Es werden Probleme angesprochen, die man eben während der Übersetzung hat. Und allgemein lernt man sowohl den Umgang mit dem Text als auch
ein bisschen freier zu werden und einfach kreativ zu arbeiten. Das Projekt Blick in die Zukunft gegen das Vergessen ist ein Projekt, was gemeinsam mit Stimmen Afrikas, einem Verein in Köln, ins Leben gerufen wurde. Und da geht es darum, zum einen Literatur aus afrikanischen Kontexten, also noch nicht bekannte Autoren und Autoren, bekannt zu machen in dem deutschsprachigen Raum und gleichzeitig darum, diese Texte dann auch übersetzen zu lassen von unseren Studierenden. Und daraus ist dann tatsächlich ein Buch entstanden, das ist dann hier, das hat dann einen anderen Titel, das heißt Timescapes à l'Eretour, Erzählungen aus afrikanischen Kontexten. Das ist ein mehrsprachiges Buch, also wir haben links immer entweder Englisch oder Französisch und rechts dann die deutsche Übersetzung von unseren Studierenden. Bei dem Projekt war es auch so, dass wir zahlreiche Veranstaltungen hatten. Wir haben alle Autoren und Autoren eingeladen, also letztendlich nicht tatsächlich eingeladen. Vieles ist wegen der Pandemie dann online organisiert worden, aber wir waren mit allen im Gespräch, wir haben Übersetzungsworkshops mit allen gemacht, es haben Lesungen stattgefunden und am Ende steht eben dieses Projekt auch wirklich ein echtes Buch, wo die Studierenden dann auch sagen können, hier, ich habe schon eine erste Übersetzung publiziert, das ist für den Einstieg in den Beruf auch ganz wichtig und hilfreich. Wenn man bei uns studiert hat, hat man ganz viel über Literatur gelernt, ganz viel übers Übersetzen, ganz viel Berufspraktisches auch, sodass man auch ganz viele Skills, sage ich jetzt mal, erlernt für affine Berufe. Also es gibt auch einige, die zum Beispiel wie ich dann in der Literaturwissenschaft oder Übersetzungswissenschaft an Universitäten landen. Es gibt aber auch welche, die in Verlagen landen. Das muss gar nicht zwingend das Lektorat sein, das kann auch die Presseabteilung sein und so weiter. Manche arbeiten auch im übersetzerischen Bereich, aber gar nicht im Bereich Literatur, sondern vielleicht im Bereich Marketingübersetzung oder auch Unternehmenskommunikation. Da muss auch ganz viel übersetzt werden. Also alle möglichen Bereiche, die mit Sprache, Kulturkontakt, Kulturorganisation, auch Veranstaltungsorganisation, literarisches Leben zu tun haben, bis hin auch zu Journalismus sind Bereiche, die einem dann offen stehen. Aber wir sind auch froh, dass viele, die bei uns den Studiengang absolviert haben, dann auch wirklich als Übersetzerinnen und Übersetzer arbeiten. Also meine Pläne für nach dem Abschluss sind natürlich freiberuflich übersetzen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich könnte es mir aber auch vorstellen, im Lektorat noch nebenbei zu arbeiten. Am besten wäre so eine schöne Mischung, aber mein Ziel ist es, letztendlich davon leben zu können. Dem kann ich mich nur anschließen. Wir bekommen ja auch häufig mit, dass es relativ schwierig sein kann, gerade am Anfang, also über die Runden zu kommen mit dem Literaturübersetzen alleine, und ich wünsche mir einfach, dass ich da guten Einstieg finde und dann schnell Fuß fassen kann. Okay, also wenn ich wirklich ohne Grenzen es mir aussuchen dürfte, was ich übersetzen könnte, dann natürlich alles im Belletristikbereich, momentane Unterhaltungsliteratur. Ich glaube, Taylor Jenkins Reid und Ähnliches ist ein unglaublich wichtiger Teil unserer momentanen Popkultur, im Buchbereich zumindest. Und doch, da hätte ich wirklich Bock drauf. Also alles, was so momentan modern ist, was irgendwie auch Leute bewegt, also schon in den Originalsprachen. Ich glaube, das ist, also wenn ich es mir wirklich komplett aussuchen könnte, dann wahrscheinlich Seven Husbands of Evelyn Hugo. Aber ich glaube, den Job hat schon jemand erledigt, deswegen leider nicht mehr. Aber doch, das wäre ein Träumchen. Genau, ich würde mich auch, wenn ich es mir aussuchen dürfte, auf zeitgenössische Sachen fokussieren, aber auch immer mal wieder gerne Ausflüge machen in ältere Übersetzungen, in Neuübersetzungen, gerade aus einer etwas aktuelleren politischen Luft heraus, aus dem aktuellen politischen Klima heraus, nochmal schauen, was man besser übersetzen kann und vielleicht sogar mittlerweile muss. Das ist etwas, wofür ich mich auch total interessiere. Wenn ich mir aussuchen könnte, was ich übersetze, dann wären es am liebsten Fantasy-Romane, genauso wie historische Romane und Liebesromane, aber auch sehr gerne Jugendbücher, weil Jugendbücher so die Literatur ist, die mich in meiner früheren Zeit sehr geprägt hat.